Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ali der Bastler. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie ich mir eine Vorderspannzange oder Vorderzange baue, aus Multiplex und aus Rohrschraubzwingen. Ihr kennt diese Dinger, davon habe ich noch eins, also so noch so, das war glaube ich im Set zwei Stück, also hier das vordere und das Gegenstück und also genauso wie hier. Daraus werde ich mir das bauen. Ich fange dann an. Ich habe hier noch eine restliche Multiplexplatte von 24 mm. Ich denke mal, das sollte reichen, um das Werkstück zusammenzupressen. Ich werde mir jetzt zwei Streifen daraus raussägen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich will, dass das hintere Stück hier mit der Werkbankkante hier bündig abschließt. Da fehlen mir noch so knapp 2 mm, 2,5 mm, um das jetzt mal auszugleichen, werde ich hier einfach diese dünnen Streifen nehmen, mit denen ich das Ganze dann ja, füttern will, sozusagen. So, jetzt haben wir die beiden Stücke übereinander gelegt. Festklemmen. Das tun wir jetzt auch noch. Ja, und dann müssen wir mal kurz gucken, wie stark das Ganze hier ist. Das ist in Zoll, kriegt man die Dinger. Aber in Millimeter haben wir hier, ja, 21, 22 mm. Wenn wir jetzt einfach mal die 25er und dann versuchen wir es halt damit. 60 oder machen wir 70 mm vom Rand. Ja, 70 mm vom Rand. So. Vierzig, 50 mm. Gebohrt haben wir das Ganze jetzt. Das sieht dann schön sauber aus, ausrissfrei gebohrt. Wichtig ist halt, dass die schön übereinander liegen. Und zwar möchte ich, dass das hier mit der Werkbank bündig ist. Und dafür habe ich mir ja diese dünnen Streifen hier, diese dünnen Streifen genommen und werde sie dann gleich hier drunter legen. Leimen wir mal, legen wir das Ganze hier drauf. So. Mal 50er Schrauben, die werde ich dann noch versenken, so dass dann noch ordentlich viel in die Werkbank rein geschraubt wird.
Getriebe ändern. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch. Oh. Immer da. Wo auf der Gegenseite eine Schraube drin ist. Jetzt mache ich die Bohrer doch kaputt. So sieht das schön versenkt aus, die Bohrung. Die Rückseite müssen wir jetzt ja das Teil hier verschrauben. Also müssen wir hier noch jeweils zwei Löcher reinbohren. Nehmen wir hier so einen 4 mm Bohrer und machen uns dann erstmal zwei Löcher rein. Nummer 2, fertig. So, jetzt können wir zur eigentlichen Montage rübergehen. Ja, liebe Freunde, es ist geschafft. Ihr habt gesehen, es ist eigentlich ein simples Projekt, aber dennoch effektiv. Ja, man kann hingehen und die innere Fläche mit Leder oder rutschfestem Material beziehen. Ich glaube, so diese Anti-Rutschmatten. Dann kann man das Ganze, wie gesagt, ordentlich spannen und es bewegt sich gar nichts mehr. Ich habe jetzt hier mal gerade ein dickes Stück Holz. Das ist bombenfest. Also ich hätte es nicht gedacht. Gut, wo habe ich meine Kantenfräse? Die setze ich heute auch mal ein. Thank you.
Öl, was ich hier zunehmen werde, ist Leinölfirnis. Dann mal los. Wenn man irgendetwas aus Multiplex baut, sieht das Projekt ja auch automatisch oder das Werkstück automatisch irgendwie auch edel aus. So. Jo, jetzt können wir das hier mal aufsetzen. So. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Projekt Vorderzange gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr irgendwelche Tipps oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann das jetzt tun, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und ja, ich würde mich freuen für einen Daumen nach oben. In diesem Sinne, Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.